Darf ich dich etwas fragen? Du, was denkst du dir, wenn du am Morgen in den Spiegel schaust? Weißt du, wieso ich dich frage? Weil wenn ich am Morgen in den Teich schaue und mich selber sehe, dann denke ich mir immer, jetzt bin ich immer noch kein Prinz geworden und immer noch keine Prinzessin. Kennst du das? Ja. Oh, lieber Frosch, liebe Fröschin, das kenne ich. Das habe ich, ich glaube, 45 Jahre lang gespielt. Ich glaube, 45 oder 46 Jahre lang habe ich in den Spiegel geschaut und das erste in der Früh war, dass ich mir gedacht habe, wow, ich schaue so schrecklich aus, ich kriege immer mehr Falten und dann Krähenfüße. Weißt du, wir sagen sogar, wir Menschen, wir sagen sogar zu den Lachfältchen, ja, das Schönste, was es gibt im Leben, wir sagen Krähenfüße dazu, weil wir glauben, das wäre hässlich, wenn man sieht, dass wir viel gelacht haben im Leben. Ja, und dann habe ich mir gedacht, oh, ich habe so Augenringe und der Frisur ist schrecklich. Und wenn ich mich sonst vor den Spiegel gestellt habe, habe ich mir gedacht, ich bin viel zu dick und ich habe viel zu viel Zellulite und so weiter und so fort. Ich kenne das in- und auswendig. Oh, jetzt bin ich richtig erleichtert. Also ist das normal? Oh, Hilde, ich bin richtig erleichtert. Also dann bin ich ganz normal. Ja, lieber Frosch, liebe Fröschin, das ist leider für viele Menschen normal. Und anscheinend für dich als Frosch auch. Vielleicht sind die anderen Frösche anders, das weiß ich nicht. Aber ich weiß nur, dass so ein Leben eine Abwertung ist von morgens bis abends. Stell dir vor, du würdest zu deiner Freundin oder zu deinem Freund in der Früh solche Dinge sagen. Du würdest sagen, du hast solche Augenringe, du hast Krähenfüße, du bist schier und du bist immer noch ein Prinz, immer noch ein Frosch und keine Prinzessin oder ein Prinz. Ich liebe dich nicht mehr. Oh, das würde ich nie sagen, Hilde. Das würde ich nie sagen. Weißt du, ich bin schon ein liebenswerter Mensch mit Freunden. Mit mir vielleicht nicht so. Ja, und da schlage ich dir Folgendes vor. Weißt du, was du machst, lieber Frosch, liebe Fröschin? Du stellst dich das nächste Mal, wenn du ins Wasser schaust, gehst du einen Schritt auf die Seite und sagst, ich steige jetzt aus diesem Schönheitswahn. Und dann sagst du, ich bin, also bin ich schön. Tschicka! Ja, ja! Ja, das ist super! Das ist super! Dann hüpfe ich auf die Seite